Hey Leute, hier ist David aus Australien, wie geht's euch? Ich, 685, frag mich, ob ich noch irgendwelche Insider-Tipps zur Ostküste habe, weil ich ja nur an der Ostküste lebe, genauer gesagt in Brisbane lebe. Und ich habe schon mal ein Video zu meinen Highlights an der Ostküste gemacht. Ich war aber vor einer Woche auf Fraser Island und ja, dachte, ich verliere noch mal ein paar Worte zu der Insel. Das war mein erstes Mal auf der Insel. Und ja, kurzum, hat mir super gefallen. Ja, ist auf jeden Fall eine Reise wert. Wenn ihr in Australien seid, versucht ein paar Tage auf Fraser Island hinzubekommen. Und wie genau haben wir das gemacht? Fraser Island ist eine Sandinsel und um dort sich frei bewegen zu können, muss man Four-Wheel Drive, also einen Allradwagen oder ein Auto mit Allradantrieb, muss man sich dort irgendwie besorgen. Wie gesagt, wenn man sich selber frei bewegen möchte. Ansonsten gibt es viele Touren, die angeboten werden. Eintagestouren, Dreitagestouren etc. In Bussen oder in Four-Wheel-Drives. Das ist natürlich eine Alternative. Was wir persönlich gemacht haben, wir haben im Internet so ein bisschen einfach gegoogelt nach Verleihstationen, die Four-Wheel-Drives für Fraser Island ausleihen. Das bietet nämlich nicht jeder an. Vor allem die großen Autoverleiher bieten das in der Regel nicht an, weil das Risiko, dass das Auto kaputt geht, einfach viel höher ist. Die Autos werden einer sehr, sehr hohen Belastung ausgesetzt. Salzwasser ist immer ein Problem für Autos, weil es die Rostbildung fördert. Wie gesagt, man ist nicht auf normalen Straßen. Wobei es trotzdem auf Fraser Island ganz, ganz wichtig, die normalen Straßenverkehrsordnungen gelten. Das heißt, kein Alkohol am Steuer. Kein Speeding, also nicht zu schnell fahren. Ich glaube, das Tempolimit ist am Strand 80 km/h, was schon genug ist. Und ja, es gibt dann teilweise Strecken, wo es dann eben nur 30 ist. Am Strand, wie gesagt, nicht zu schnell fahren. Anschnallen, ja, es gibt weiterhin die Anschnallpflicht. Und die Polizei fährt da auch Patrouille. Das heißt, fischt permanent Leute raus und macht Alkoholtests und alles sowas. Also fahrt, wenn ihr selber fahrt vernünftig. Wie gesagt, wir haben uns ein paar Verleihstationen im Internet angeguckt und haben verschiedene Angebote eingeholt. Und eine Firma, Atlas Four-Wheel Drive, die haben uns ein Angebot geschickt, was wir am interessantesten fanden. Wir waren 6 Leute und uns wurden 3 Optionen angeboten. Die erste Option war ein Four-Wheel Drive, also ein Auto, ein Toyota Land Cruiser, zu mieten für 3 Tage. Das waren glaube ich so 1.200 Dollar plus Kaution. Die Kaution wäre $5.000 gewesen, die man hinterlegen muss. In diesem Preis inklusive war, und das gilt auch für die anderen Optionen, die ich noch vorstelle, war die Fähre, die Permit für Fraser Island, das ist ein Nationalpark, da muss man sozusagen Eintritt zahlen. Und darin auch inklusive ist, wenn man campen möchte, die Campingplatzgebühr. Das zweite Angebot war, dass wir einfach 2 Autos kriegen für 6 Personen, damit wir auch genug Platz haben. Das wären dann 1.800 Dollar gewesen. Und die dritte Option war, auch 2 Autos zu haben, aber das eine Auto wird gefahren von einem Guide, der permanent praktisch mit uns mitgekommen wäre. Und für diese Option haben wir uns auch entschieden, denn wenn man diese Option nimmt, dann reduziert sich die Bond, also die Kaution von 5.000 runter auf $1.000 im Falle, dass irgendwas mal schief geht. Und dann waren wir auch, weil wir ja nur 3 Tage da waren, hatten wir jetzt ja auch nicht super viel Zeit, wollten wir jemanden mit dabei haben, der sich auf Fraser Island auskennt. Es hat super geklappt, hat super funktioniert, kann ich nur empfehlen, Atlas Four-Wheel Drive. Googelt es einfach mal, die haben auch eine Facebook-Fanpage. Also wenn ihr auf Fraser wollt und ihr habt kein Four-Wheel Drive selber und ihr möchtet aber selber rumfahren, dann kann ich die Firma definitiv empfehlen. Ist ein bisschen kostenspielig, sicherlich, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Wo waren wir gewesen? Wir sind von der Westküste zur Ostküste durchs Inland durchgefahren und an der Ostküste den Highway sozusagen am Strand hochgefahren. Waren bei den Champagne Pools, da kommt das Salzwasser über die Felsen, wird so rüber gedrückt und es schäumt dann dadurch sehr, sehr, sehr stark und man merkt so richtig die kleinen Luftblasen im Wasser. Hinter den Felsen sind dann so eine Naturpools und da sitzt man also drin oder badet da drin und man fühlt halt so die,
die Blasen vom Wasser und es ist dann halt wie Champagner. Ich habe noch nie in Champagner gebadet, insofern kann ich jetzt nicht wirklich sagen, ob der Vergleich stimmt oder hinkt, war aber trotzdem toll. Ja, dann waren wir am Lake Mackenzie, fantastisch, das war ja wie das Paradies, das ist ein Frischwassersee mit einem wunderschönen Strand. War ein bisschen bevölkert, die Gegend, ja, wir sind am Wochenende gefahren, da sind natürlich tendenziell mehr Leute auf der Insel, wenn ihr als Backpacker einfach habt ihr da die Möglichkeit, wahrscheinlich auch unter der Woche hinzugehen, würde ich dann auf jeden Fall empfehlen, weil ihr die Insel dann wirklich mehr für euch alleine habt. Das war jetzt kein Insider. Jeder kennt Fraser Island natürlich vom Namen her, aber hier nochmal von mir, einfach von der Erfahrung her, lohnt sich das auf jeden Fall, kann ich nur empfehlen. Okay, solltet ihr noch Fragen zu diesem Thema haben, dann stellt sie mir einfach. Ansonsten würde mich es freuen, wenn ihr das Video liked, wenn es euch dann gefallen hat. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr von mir zum Thema Australien auf den Laufenden gehalten werden wollt. Bis später.